Ich bin Bastian Grasser. Ich mache in Frankfurt gerade meinen Doktor in der angewandten Bioinformatik und eigentlich hier bin ich aber eher wegen dem, was ich in meiner Freizeit betreibe und das ist das Projekt OpenSNP, wo Leute ihre eigenen genetischen Informationen der Wissenschaft und eigentlich der gesamten Welt zur Verfügung stellen, die Daten ins Internet hochladen und so verfügbar machen unter einer sehr freien Lizenz für Gott und die Welt. Also ich betreibe selbst auch Quantified Self. Ich irgendwie begutachte dann meine eigenen Bewegungen, also wie viele Schritte mache ich pro Tag, wie viele Stockwerke bin ich irgendwie erklommen, was ist eigentlich mein Puls über den Tag, wie habe ich geschlafen, aber auch Sachen wie viel habe ich eigentlich an dem Tag irgendwie kommuniziert per Text mit Leuten, wie viele E-Mails geschrieben, über was haben wir uns unterhalten, also auch ein bisschen die Inhaltsanalyse dann tatsächlich zu machen und einfach zu gucken auch und natürlich Twitter, also wie meine Tweets irgendwie über die Zeit sich verhalten. Einfach um zu sehen, wie mein Verhalten sich im Laufe der Zeit anpasst oder eben auch nicht. Ich verstehe, dass die Leute die Risiken sehen. Ich sehe persönlich aber sehr viele Chancen dabei, weshalb eben meine ganzen Daten frei verfügbar sind, unter anderem auch mein Genom, damit Leute damit arbeiten können. Über die Einladung von Ariadne von Schirach und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, du sollst nicht funktionieren für eine neue Lebenskunst. Da denke ich über das Verhältnis von Lebenskunst und Selbstoptimierung nach. Heute Abend geht es um Selbstoptimierung. Ich hoffe auch um Lebenskunst, deshalb bin ich hier. Ich bin ein Chancenseher. Also ich glaube, gerade heutzutage ist es sehr wichtig, nicht in Verzweiflung und Ohnmacht zu versinken. Das liegt ja nahe, sondern generell die Chancen zu sehen. Ich glaube, die Menschen wollen sich verbessern, immer schon. Schon vor Gott musste man sich verbessern oder bessern. Und auch die Evolution ist eine Bewegung eher nach oben. Es kommt darauf an, diesen Wandel zu gestalten und das zu berühren, was unvergänglich ist. Das hat etwas mit Innerlichkeit zu tun und nicht unbedingt mit den Bauchmuskeln. Also für mich ist Selbstoptimierung die Kehrseite von Lebenskunst und andersrum. Selbstoptimierung ist eine Arbeit am Außen, an den Effekten, die wir haben, auch an dem Lebenslauf, den wir erzählen können. Lebenskunst ist eine Arbeit im Inneren oder eine Aufrichtung, vielleicht an etwas, das über uns hinausgeht. Diese zwei Dinge gehören zusammen, jeden Menschen betreffen sie. Vielleicht leben wir in einer Gesellschaft, in der es zu viel Selbstoptimierung gibt, aber sie ist nicht verwerflich. Es ist nur eine Frage der Balance. Das Gegenteil davon sind Erfahrungen von Nutzlosigkeit, von Zusammenbrechen, von Selbstvergessen. Das ist vielleicht die Argumentation. Mein Name ist Arnold Sauter. Ich arbeite seit vielen Jahren und seit einiger Zeit als stellvertretender Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Das ist eine Einrichtung, die vom Karlsruher Institut für Technologie als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft betrieben wird im Auftrag des Bundestages. Und ich habe mich im Laufe der Zeit mit vielen biomedizinischen Technologien befasst und eine war eben im Speziellen das Neuroenhancement, also die pharmakologische Leistungssteigerung in Alltag und Beruf. Ich vermesse mich nicht selbst, ich messe meine sportlichen Leistungen nicht, auch wenn ich die durchaus gerne erbringe. Ja, das ist so eigentlich bei sehr vielen Dingen so, die wir uns da genauer anschauen. Und also zumindest bei dem Thema, womit wir uns genauer befasst haben, mit den Potenzialen der Leistungssteigerung durch Pharmaka oder auch durch illegale Substanzen, da zumindest die Effekte sind relativ schwach. Die konkreten Risiken, ja, die liegen eher im Bereich der Nebenwirkungen dieser Substanzen, aber dass deshalb die ganze Gesellschaft irgendwie vor die Hunde geht, das kann ich irgendwie so nicht sehen. Ich denke fast, es ist, dass wir uns sozusagen alle, die sich mit dem Thema befassen, ob individuell oder in einer Gruppe, fragen sollen, sozusagen, wo eigentlich die Ziele, die Maßstäbe für eine vermeintliche Selbstoptimierung herkommen, ob die also wirklich irgendwie aus den Menschen selbst herausstammen oder ob sie nicht doch sehr stark fremdbestimmt sind. Und ich denke, das hilft schon ein wenig, um so ein bisschen das Ganze zu hinterfragen.